Warum Frauen an dir das Interesse verlieren. Mein Name ist Marco Mitrovic, mir gehört flirtempire.com und ich bin mittlerweile seit 18 Jahren Pickup-Artist. Und in dieser Zeit habe ich nicht nur Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von Frauen angesprochen, aktiv selbst angesprochen, auf der Straße, im Alltag, im Club. Und mir sind immer wieder Muster aufgefallen, warum die Frauen irgendwann, das muss nicht sofort sein, aber irgendwann das Interesse verloren haben. Entweder vor dem Date, dass sie mich gar nicht erst auf ein Date treffen wollten, oder nach einem Date, auch nachdem wir miteinander geschlafen haben, dass sie dann einfach das Interesse verloren hat. Und ich will dir in diesem Video die Hauptpunkte mitgeben, warum genau das passiert ist, damit du dich in Zukunft darauf fokussieren kannst, dass dir das nicht passiert, zumindest aus genau diesen Gründen. Und das sind auch die häufigsten Gründe, die so einfach vorkommen. Und deswegen möchte ich dir diese Gründe einfach in diesem Video mitteilen. Ein sehr häufiger Grund, warum Frauen das Interesse verlieren an dir, ist, dass du ihnen zu oft schreibst. Und ich will es schon mal vorwegnehmen, der nächste Grund, den ich dir hier in diesem Video nennen möchte, ist, dass du ihr zu wenig schreibst. Also wo liegt jetzt hier genau die Mitte? Damit du das für dich ein bisschen kalibrieren kannst. Wenn ich mit Frauen schreibe, dann schreibe ich Romane. Also so ein ganz normaler Text von mir. Also wenn sie einen Text von mir kriegt, dann baut sich das auf. Nachdem ich sie angesprochen habe, kriegt sie vielleicht eine Nachricht. Sie antwortet auf diese eine Nachricht auch mit einer Nachricht. Danach kriegt sie von mir zwei Nachrichten. Also im Endeffekt so zwei WhatsApp-Textblöcke. So kannst du es dir vorstellen. Das meine ich auch mit Nachrichten. Im Endeffekt bekommt sie das in einem Paket zugesendet. Das ist dann einmal von mir zurückgeschrieben. Und beim zweiten Mal bekommt sie zwei Nachrichten von mir. Beim dritten Mal drei. Und irgendwann schreiben wir so gleichzeitig 6, 7, 8 Textnachrichtenblöcke. Bei jedem Mal, wenn wir schreiben, ja, genau das schreiben wir. Also 6, 7, 8 Textblöcke bei jedem Mal, wenn einer von uns schreibt. Das bedeutet, ich habe gleichzeitig so 5 bis 6 Themenblöcke offen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich A, übers Skifahren rede, B, über irgendwelche Supplemente beim Fitnesstraining, C, keine Ahnung, was man jetzt am Wochenende macht, D, Lieblingsessen und so weiter und so fort. Also wirklich ganz viele verschiedene Themenblöcke gleichzeitig. Und das erfordert auf der einen Seite extrem viel Invest, Zeitinvest, weil es lange dauert, wenn du mal so schaust, wann die erste Nachricht geschrieben worden ist und die letzte Nachricht von diesen 6, 7, 8 Textblöcken, dann liegen da nicht selten mehr als 10 Minuten dazwischen. Also 10, 12, manchmal 15 Minuten schreibt man an so einer gesamten Nachricht einfach mit 6, 7, 8 Textblöcken. Und wenn du einfach ein Leben führst, wo du einfach viel zu tun hast, dann kannst du nicht den ganzen Tag 10 bis 15 Minuten Textnachrichten hin und her schreiben. Und je mehr Frauen du hast, desto mehr Zeit frisst das von dir auf. Aber du willst das Ganze natürlich gut machen. Und deshalb nimmst du dir Zeit und investierst auch Zeit, sodass deine Nachricht die beste Nachricht wird, ja, die du jetzt aktuell gerade schreiben kannst. Deswegen nimmst du dir einfach Zeit dafür. Das ist selbstverständlich, wenn du einen Anspruch hast, Pickup-Artist zu sein. Und die Sache ist die, sobald du mit mehr als, ja, sage ich mal, 2, 3, 4 Frauen gleichzeitig aktiv an einem Tag schreibst, kannst du eigentlich kaum noch was anderes machen an dem Tag. Seien wir einfach mal ehrlich. Wenn du dazu noch arbeitest und nicht irgendwie einen Job hast, wo du permanent Pause machen kannst, um mal 10 Minuten zurückzuschreiben, dann geht das nicht. Ja? Das bedeutet, du musst
weniger oft zurückschreiben. Dafür schreibst du aber mehr und investierst mehr und deine Nachrichten sind besser als die der anderen Jungs, die ihr schreiben, weil du mehr Zeit investierst. Und nicht nur das, sondern sie hat dadurch auch mehr Bock auf dich, weil du besser schreibst als die anderen. Du nimmst dir mehr Zeit und deine Nachrichten sind einfach besser. Und genau da liegt dann auch so der Sweet Spot. Du schreibst so 2 bis 3 Mal pro Tag zurück. Das bedeutet, pro Frau brauchst du so ungefähr, also wenn du es richtig gut machst, sozusagen auf dem Minimallevel jetzt, auf dem Minimallevel richtig gut, brauchst du ungefähr 20 bis 30 Minuten schreiben pro Tag. Das ist viel. Das ist sehr viel. Wenn du, aber ganz ehrlich, wenn dir das zu viel ist, dann solltest du eine Frau daten, dein Level der Frauen einfach anheben, für die das einfach in deinen Augen wert ist, diese Zeit zu investieren. Und wenn sie das nicht ist, dann hast du eine Frau am Start, die Zeitverschwendung ist. Und genau das solltest du überhaupt nicht tun. Ja? Das bedeutet, wenn du eine Frau am Start hast, von der du sagst, okay, die ist es mir nicht wert, 20 bis 30 Minuten am Tag mit ihr zu schreiben, ist diese Frau Zeitverschwendung und du solltest deine Zeit mit einer anderen Frau verbringen. So. Der nächste Grund, warum Frauen das Interesse verlieren, und der ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein visueller Grund, den aber ganz viele Männer falsch machen, ist, dass wenn du mit der Frau schreibst, ja, und ich spreche jetzt einfach dich direkt an, und dein Profilbild sieht nicht besser aus als du in echt. Das ist sozusagen die Definition von, dann hast du ein gutes Profilbild. Wenn dein Profilbild nicht besser aussieht als du in echt, sieht dein Profilbild nicht gut genug aus. Und dann sieht sie jedes Mal dein schlechtes Profilbild in WhatsApp. Sie sieht es jedes Mal, wenn du ihr schreibst. Sie sieht es jedes Mal, wenn sie ihr WhatsApp öffnet. Jedes einzelne Mal sieht sie dein hässliches, durchschnittliches, unspektakuläres Profilbild. Und du kennst das doch selber, du sprichst doch Frauen aus dem Grund an, weil du sie optisch attraktiv findest. Nur irgendwann, weißt du, siehst du vielleicht etwas an ihr, was du nicht so optisch attraktiv findest. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, nur die Sache ist die, du kennst das bestimmt, dass du danach abgeturnt bist auf diese Frau. Du hast keinen Bock mehr auf diese Frau, weil du irgendwas gesehen hast, irgendeinen Gesichtsausdruck von ihr, irgendeinen Move von ihr, sie in irgendwelchen komischen Klamotten, irgendwas, was komisch aussieht und danach hast du keinen Bock mehr auf sie. So, oder du hast sie geclosed auf der Straße, ihr Instagram genommen oder abends im Club ihr Instagram bekommen und dann gehst du am nächsten Tag auf ihr Instagram und du schaust ihre Bilder an und denkst dir so, ah, ich habe die irgendwie geile in Erinnerung. So. Das ist von Frauenseite genauso. Da will ich jetzt nicht von Einseitigkeit sprechen, aber ich sag's, das ist ja genau das, was ich kritisiere in diesem Video. Das machen Männer sehr häufig falsch. Ja? Und aus Frauenseite ist das dann genau so. Und wenn du dein WhatsApp-Profilbild nicht auf einem Level hast, was besser aussieht als du in echt, dann wird das irgendwann früher oder später wahrscheinlich der Fall sein, dass sie so reagiert, abgeturnt. Ja. Und damit das nicht passiert, brauchst du ein richtig gutes WhatsApp-Profilbild. So, der nächste Fehler, den du machen kannst, warum Frauen das Interesse verlieren, ist, dass du beim Ansprechen oder beim Date irgendwelche Fehler gemacht hast. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Du hast zum Beispiel zu wenig Attraktivität aufgebaut. Oder deine Story von dir selbst, die du so erzählst, gibt eigentlich nicht so wirklich was her, dass sie mehr über dich erzählen kann, als wie du aussiehst. Ja, das wäre jetzt in meinem Fall so, ja okay, 1,84 großer Typ, wiegt um die 80 Kilo und ja, sieht ganz okay aus, hat einen coolen Style gehabt und ja, sonst weiß ich eigentlich gar nicht, was er macht. Wenn das Einzige ist, so jetzt einigermaßen bescheiden geblieben so, wenn das Einzige ist,
was sie von dir zu erzählen hat nach dem Gespräch mit dir, dann ist das viel zu wenig. Du musst das besser verpacken. Du musst dein Alleinstellungsmerkmal herausfinden und deine Geschichte, wie du dich selbst präsentierst, die muss sitzen. Und die muss man üben, die so rüberzubringen, dass du krass rüberkommst. Ja? Das ist Persönlichkeit. Das baut auch extrem viel Attraktivität auf. Und in diese Geschichte, in die packst du dann Social Proof, Alpha of a Group und DHV Stories. Die packst du da rein. Ja? Und das muss so schön verpackt sein, dass es natürlich rüberkommt. So als würde das ein Mann erzählen, der gar nichts mit Pickup zu tun hat. Aber du erzählst es einmal und die Frau steckt dich sozusagen in eine Kiste, ja, um es mal ganz perfide zu sagen. Sie steckt dich in eine Kiste und das muss eine hochwertige Kiste sein. Das darf nicht eine Schrottpennerkiste sein. Und deshalb musst du deine Geschichte perfekt aufbauen und perfekt planen. Das musst du einmal durchdenken. Das ist wie so ein Elevator-Pitch für irgendeine Idee, für irgendein Projekt, für irgendein Business. Du musst genau sagen können, wer du bist, was du machst. So, das ist eine der ersten Sachen, die ich mit meinen Coaching- und Mentoring-Klienten mache, weil es sie ganz anders präsentiert. Sie selber sehen sich danach auch in einem ganz anderen Licht und checken dann auch erstmal, wo deren Wert liegt, möglicherweise auch für eine Frau. Ja, deswegen ist diese Übung extrem, extrem, extrem wichtig. Viele Männer verkaufen sich einfach unter Wert. Und das ist nur ein Beispiel von den ganzen Fehlern, die du machen kannst, beim Ansprechen oder beim Date an sich. Ja? Und aus dem Grund musst du eben darauf achten, keine Fehler zu machen. Mein Game persönlich, ja, das, was ich erfunden habe, das, was ich zu dieser Pickup-Community beigesteuert habe, ist die Idee des Perfection Games. Und Perfection Game bedeutet, dass du von Anfang an keine Fehler machst. Ja? Ich weiß nicht, warum da bis dato noch nie jemand darüber geredet hat. Vielleicht, und jetzt kommt ein bisschen Arroganz durch, weil kaum jemand diesen Status im Game erreicht hat, dass er wirklich von Anfang an keinen einzigen Fehler macht. Das ist einfach durchflutscht, ohne anzuecken. Die Frau akzeptiert jeden Vorschlag, den du machst, weil er perfekt kalibriert ist, perfekt verpackt ist, weil du gerochen hast, dass sie darauf Bock hat. Und dann präsentierst du es und sie sagt, ja klar, lass machen. Und so arbeitest du dich Step by Step by Step vor, bis du jede einzelne deiner perversen Fantasien einfach ausgelebt hast. Ja? Und dich idealerweise verliebst und eine Beziehung mit ihr führst. Vielleicht sogar heiratest. Und noch idealerweise passiert das Gleiche auch von ihrer Seite aus. So, warum verlieren Frauen noch das Interesse? Zu langweiliges Schreiben beim Textgame ist einer der Hauptgründe, warum Frauen das Interesse verlieren. Weil, ganz ehrlich, Frauen verlieren eigentlich beim Ansprechen kaum das Interesse, außer du bist wirklich, wirklich langweilig. Und wenn dann nach 2-3 Minuten die Luft raus ist, ganz ehrlich, dann brauchst du eigentlich gar nicht auf ein Date hoffen mit ihr, weil was willst du denn bei einem Date anderes erzählen, als in diesen 2-3 Minuten, wo dir schon die Luft ausgeht? Ja. Vielleicht passt es dann auch einfach nicht zwischen euch beiden, wenn nach 2-3 Minuten die Luft ausgeht, denn zu einem Gespräch gehören auch immer 2 Personen oder mehrere, aber wenn du keine guten Gegenfragen gestellt bekommst und ihr einfach nicht auf den Themen vibet oder so miteinander, dann ja, da muss man halt ehrlicherweise auch manchmal sagen, dass es einfach nicht passt. Ist auch in Ordnung. Aber beim Textgame, da hast du so viel mehr Chancen, ins Aus dich selbst zu schießen. Und wenn du das Feuer beim Textgame, die Spannung, ja, nicht immer wieder anfasst, nicht immer wieder Holz aufs Feuer schmeißt, das bedeutet, nicht immer wieder neue Themenblöcke mit reinbringst, neue interessante Sachen erzählst, neue interessante Sachen fragst oder Benefit zu interessanten Sachen gibst oder zeigst, dass euer Humor eventuell auf einer gleichen Ebene ist, du die gleichen Memes feierst wie sie, wenn du nicht irgendwie
ein interessantes Leben hast und davon berichtest oder zumindest mal von einem langweiligen Leben interessant berichtest. Das geht ja auch. Wenn du nicht irgendwie Future Paces machst und ihr die gemeinsame Zukunft ausmalst, wenn nichts davon zumindest mal da ist, dann gilt dein Textgame sehr wahrscheinlich als langweilig. Und die meisten Frauen hassen nichts mehr als ein langweiliges Textgame. Ein langweiliges Textgame. Puh, warum soll man denn da überhaupt noch zurückschreiben? Ganz ehrlich. Und dann wird geghostet. Und dann fragst du dich, ja, warum schreibt sie mir nicht zurück? Sehr wahrscheinlich deshalb, weil dein Textgame zu langweilig war. Ja. Und wie kriegst du das besser hin? Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ja, einen Tipp. Mehr nicht in diesem Video. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann solltest du eigentlich wissen, was zu tun ist, wenn du länger schon meine Videos schaust. Wenn du neu bist, dann sage ich dir jetzt ganz kurz, trag dich ein auf flirtempire.com, wenn du mich buchen möchtest. Ja? Dann kriegst du auch mehr Tipps, auch sehr individuell auf deinen Fall. Dann können wir auch gerne deine Textgames mal analysieren und dann schauen, was der Knackpunkt eigentlich ist bei deinen Textgames, warum Frauen jetzt wirklich das Interesse verlieren und wo es hapert. Vielleicht bei den meisten Männern gibt es oft so ein Thema, also einen Fehler sozusagen eher, der immer wieder vorkommt, der fast in jeder Nachricht vorkommt. Und oft ist es etwas, was sie auslassen, was sie einfach nicht tun im Vergleich zu anderen Männern. Ja? Und dieses etwas nicht tun, das bedeutet für die Frau, dir fehlt etwas. Ja? Und wenn dir etwas fehlt, dann fehlt ihr etwas. Und deshalb fühlt sie nichts für dich, weil ihr etwas fehlt. Sie spürt, dass ihr etwas fehlt. Und wenn ihr etwas fehlt, dann fühlt sie nichts für dich. Deshalb verliebt sie sich auch nicht und deshalb hat sie auch, oder deshalb sieht sie auch keinen Grund darin, dir zurückzuschreiben. Und deshalb schreibt sie auch nicht. Und deshalb muss man mal schauen, was in deinem Textgame möglicherweise, ja, wenn du zu diesen Männern zählst, fehlt. Und ab dann kannst du dich einfach darauf konzentrieren, wenn du auch noch Beispiele dafür bekommst und siehst, ah, stimmt, so könnte man das schreiben und jetzt sehe ich, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Wenn du diesen Effekt dann hast, dann machst du es in Zukunft einfach anders. Es können verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass du überhaupt nicht romantisierst. Das kann sein, dass du überhaupt nicht poetisch schreibst. Das kann sein, dass du nicht so wirklich positiv rüberkommst. Es kann sein, dass du irgendwie unterbewusst, also nicht unterbewusst, sondern dass du die Frau beleidigst, aber es selber gar nicht merkst. Weil du Dinge sagst und du meintest sie vielleicht lustig, aber sie versteht es nicht als lustig und sie sieht es eher als Beleidigung. Und du merkst es aber nicht, wegen Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung oder ja, Sender-Empfänger-Prinzip. Und deshalb braucht man einfach manchmal jemanden, der von außen darauf drauf schaut, der das Ganze dann einfach richtig kalibrieren kann, richtig analysieren kann und dir dann genau sagen kann, woran das liegt. Und dann kannst du es auch einfach ändern, weil meistens bei all diesen Dingen, warum die Frau ihr Interesse an dir verliert, ist es, also das sind meistens Dinge, die man wirklich ganz leicht ändern kann. Aber das sind Dinge, auf die man oft nicht selbst kommt, weil die Selbstanalyse manchmal echt schwierig ist da. Da ist es echt einfacher, mit jemandem sich mal zu unterhalten. Und der sagt dir dann einfach, weil es, also für mich sind die Sachen zum Beispiel immer sehr, sehr obvious, also sehr offensichtlich. Und dann sagen die Klienten dann oft, ja, scheiße Mann, darauf habe ich die ganze Zeit gar nicht geachtet. Das war mir einfach gar nicht so bewusst. Und dann ändern sie es. Und auf einmal schreiben auch Frauen zurück, mit denen sie wochenlang keine Nachricht mehr bekommen haben. Ja? Wir schreiben dann zum Beispiel eine gemeinsame Nachricht an. Ich schaue mir die letzten Textgames an und dann schreiben wir eine gemeinsame Nachricht sozusagen. Und ich schreibe die vor und baue genau da die Sachen ein, die der Frau sehr wahrscheinlich gefehlt haben. Und auf einmal kommt eine Nachricht zurück. Und dann machen wir das in der nächsten Nachricht genauso. Und auf einmal ist sie wieder voll positiv, ist wieder voll on, weil sie genau das gekriegt hat, was ihr die ganze Zeit gefehlt hat. Und wenn sie das dann wieder kriegt, dann hat sie wieder Bock.
dann hat sie wieder Interesse. Und um zu dieser Metapher zurückzukommen, du musst immer wieder Holz aufs Feuer schmeißen. Weißt du, wenn du eine Frau kennenlernst und du fährst Perfection Game und am Anfang ist alles perfekt, das Feuer lodert nur vor sich hin. Das ist ein richtiges, prachtvolles Feuer. Riesiges Feuer. 4 Meter hohe Flammen. Mega. Aber mit der Zeit wirfst du da immer weniger drauf und das Feuer, ja, nach so einer Stunde, zwei, wird weniger, weniger, weniger. Irgendwann liegt da nur noch Glut. Dann schreibst du mal einen Tag nicht zurück. Na, einen Tag später sind nur noch so ein paar glühende Kohlen im Feuer. So schnell kann Feuer ausgehen. Ja? Und wenn du dann nicht Spiritus drüber schüttest und noch Holz da drauf schmeißt, dann geht das Feuer sehr wahrscheinlich einfach aus und du musst ein neues Feuer entzünden. Ja? Vor allem, wenn dann Wochen dazwischen sind. Ja? Und manchmal brauchst du so eine feuerentzündende Nachricht einfach, die das Ganze wieder reopened. Ja? So ein Reopener, so eine Reopener-Nachricht einfach, wo alles drin ist, was du bisher falsch gemacht hast und du zeigst, dass du verstanden hast und zeigst, dass du es auch ändern kannst. Und wenn du so eine Nachricht raushaust, das ist Zucker. Und dann wirst du auch sehen, wenn du es dann einmal verstanden hast vom Prinzip, weil wenn man das Ganze bespricht, dann irgendwann musst du es ja verstanden haben. Idealerweise, wenn nicht, dann wird es schwierig, so allgemein sowieso schon im Game. Aber wenn du es verstanden hast, was die Fehler waren, die dich dahin geführt haben, dass die Frau ihr Interesse verliert, boy, das kann dann richtig, richtig gut werden, weil bei voll vielen Männern passiert dann Folgendes, sie machen diese Fehler einfach nie wieder, sie machen diese Fehler einfach nicht mehr und danach klappt es mit all den Frauen, wo es halt vorher nicht geklappt hat und das ist dann dieser Mega-Boom-Moment, wo die ganzen Jungs dann einfach, die ganzen Männer dann einfach richtig krassen Erfolg endlich haben mit Frauen, denen sie sich auch die ganze Zeit schon gewünscht haben, warum sie auch mit Pickup angefangen haben, warum sie eigentlich sich mit dieser ganzen Materie beschäftigen. Teilweise seit Jahren schon. Und die haben seit Jahren keinen Erfolg gehabt, weil sie nie diese eigenen Fehler erkannt haben, wegen der Selbsteinschätzung, weil die nicht passt. Ja? Sie haben nicht die richtigen Brille aufgesetzt bekommen, um das erkennen zu können, einfach diese eigenen Fehler. Und wenn du so eine Brille haben willst und mich buchen möchtest, dann mach das jetzt mal auf flirtempire.com. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.